Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss aller Bosse. El Sueño.
war ein Freund von mir. Das tut mir leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Diazon durchgesoffen. Wenn man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, aber trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen. Aber eins sage ich Ihnen, egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf der Zwillinge sind Sie vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt, wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen zur Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Kataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange ein Hafen von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werde es auch sein. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari. Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Der Gründer von Kataris 26. Mehr als das. Die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können.
Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Konzentrieren wir uns, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel... Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Wartet, ich fahre. Verdammte Scheiße! Agárrense, compas, porque los más chingones llegamos chingando y la verga nos han de pelar. Feuer. Esto es Santa Raga Radio. Santa Blancas diese Großzügigkeit zu erwidern. In Provinzen, wo wir aktiv sind, unterstützen wir Einwohner, die älter als 65 sind, mit einer Santa Blanca-Rente. Wenn Gott will, erreichen wir alle ein fortgeschrittenes Alter und wir verdienen... Drohne fliegt. Da ist einer mit Maschinenpistolen.
Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Siehe das Ziel. Vorwärts. Das ist ein Treffer. Okay, es ist alles gut. Okay, bin unterwegs. Bereit, auf deinen Befehl. Abschuss bestätigt. Gut gemacht. Räum weiter. Hier drüben ist ein Narko. Beim Wachturm. Noch ein Dritter. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen.
Wir haben jemanden wachgerüttelt. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Adolio-Farm. Nur zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Achtung! Granate fliegt! Was soll der Scheiß in Deckung? Feind getötet.